Hallo Burrito Cooker. Heute machen wir gebackene Apfelspalten. Das ist eine sehr beliebte Nachspeise, aber auch bei Kindern eine beliebte Hauptspeise. Die Äpfel habe ich bereits geschält, entkernt und in ca. 1 cm dicke Ringe geschnitten. Weiters habe ich schon einen Teig vorbereitet. Das ist ein dicker Palatschinkenteig, sprich Eier, Mehl, Milch, Salz, bisschen Zucker und Vanillezucker. Den Salz nicht zu viel reingeben, weil sonst schmeckt das versalzen, aber eine leichte Prise Salz bringt die anderen Stoffe besser heraus. So, nun kommt in diesen dicken Palatschinkenteig, da waren 3 Eidotter drinnen und aus dem Ei klar wurden Stege geschlagen. Der kommt jetzt runtergehoben. Und wenn das Fett heiß ist, können wir mit Herauspacken beginnen. So, das Fett ist jetzt heiß genug. Jetzt kommen die Äpfel in den Backteig hinein, schön durch. Einmal kurz dagegen schlagen, damit das Loch ein bisschen frei wird. Und in das heiße Fett hinein. Und wenn sie goldgelb sind, werden sie dann herausgenommen. So, die Äpfel immer schön vorsichtig einmal umdrehen, damit sie auf beiden Seiten schön goldbraun sind. Wenn wir die ersten fertig sind, Teller mit Küchenrolle auslegen und die Äpfel dann darauf legen, damit das Fett abtropfen kann. Na, wunderschön. Aufpassen, dass das Fett nicht zu heiß ist, weil dann geht das Ganze zu geschwind. Der Apfel sollte schon durch werden. Bei diesem Holzöfen kann man das sehr gut regulieren, wo man den Topf hinstellt, wo es wärmer ist und wo es kälter ist. Wie immer der Hinweis, am Ende des Videos gibt es das Rezept zum Abschreiben. So, wir werden jetzt die ersten Äpfel ausrasten, etwas abfüllen und die nächsten hinein. Nun können wir endlich die erste Portion anrichten. Schön abtupfen, damit das Fett ein bisschen herausten ist. Staubzucker darüber. Und fertig sind die Apfelspalten. Ich hoffe, Ihnen schmeckt es genauso gut wie mir. Das war's wieder mit der Retro-Cooker. Jetzt kommt noch das Rezept.